Hallo liebe Zuschauer, willkommen beim Kanal Wippets Hautnah. Da sind die Wippets. Wir haben heute wieder einen regnerischen Tag und deswegen chillen wir schön zu Hause. Absolut problemlos. Und daran angeknüpft ist heutiges Thema, wie viel Bewegung braucht ein Wippet. Wenn man im Internet die Information darüber sucht, findet man die Aussagen, dass ein Wippet ist ein Sprinter und er braucht eher kurze, knackige Sprints als lange Läufe. Allerdings, wie viel Sprints und wie viel Zeitaufwand das bedeutet für den Besitzer und wie wird das aufgeteilt pro Tag. Also, wie viel Bewegung braucht ein Wippet pro Tag? Wir haben uns das immer gefragt. Machen wir das richtig? Haben unsere Hunde genug Bewegung? Oder ist es vielleicht zu wenig? Oder ist es vielleicht zu viel? Vielleicht überfordern wir sie. Wir haben unsere Osteopathin gefragt. Und ja, wir haben eine Osteopathin. Die lassen wir manchmal kommen und unsere Hunde abchecken, ob alles an richtiger Stelle sitzt, ob nirgendwo was verkrampft oder verschoben ist, weil es ist tatsächlich typisch, dass die Hunde beim Rennen zum Beispiel zusammenstoßen oder durch diese enge Kurven, die sie machen, manchmal verschiebt sich etwas und das ist erstmal nicht wesentlich und man kann das vielleicht auch überhaupt nicht unbedingt einem Hund anmerken, eher nicht. Nur auf Dauer im Alter kriegen die Hunde irgendwelche Knochen- und Gelenkprobleme und das möchten wir verhindern. Deswegen lassen wir die ab und an checken. Und sie, unsere hochgeschätzte Osteopathin, ist selbst Jahrzehnte eine Windhundebesitzerin und unter anderem auch Wippets. Und die hat natürlich auch sehr viele Windhunde und Wippets in ihrem Leben behandeln dürfen. Und ihrer Meinung nach braucht ein Wippet tatsächlich nur sehr wenig Bewegung. Was heißt wenig Bewegung? Also zeitlich wenig. Also der zeitliche Aufwand ist eher nicht so groß. Sagen wir mal, wenn man eine halbe bis dreiviertel Stunde mit einem Wippet am Tag am Stück rausgeht und ihn aber tatsächlich rennen lässt, also im Freilauf, entweder mit anderen Hunden oder durch Ballspiele oder andere Spiele, dass er die Möglichkeit hat, sich tatsächlich auszubauen, ist ein Wippet damit gut bedingt, glücklich und zufrieden und absolut ausgeglichen. Ob ein Wippet ausgeglichen ist und genug Bewegung bekommt, merkt man daran, wie er sich im Haus verhält. Eigentlich sind die Wippets zu Hause eher ruhig. Wenn die keine Bewegung haben, wenn die zu wenig Bewegung haben, sind die manchmal ziemlich unerträglich. Die rennen durchs Haus, zerstören irgendwelche Gegenstände. Das bedeutet, Hund ist nicht ausgelastet. Das ist nicht nur bei Wippets so, auch bei anderen Hunderassen. Wenn die Hunde nicht ausgelastet sind, merkt man das unbedingt an ihrem Verhalten. So, wenn die zu Hause sind, sind unsere Hunde ruhig. Und unser Tagesablauf ist folgendes. Vormittags gehe ich mit Hunden in den Wald. Da haben wir eine bis maximal eineinhalb Stunden Spaziergang an der Leine. Mit ganz kurzen Sequenzen, wo die Hunde in abgesicherte Gebiete, sogenannte unsere Spielplätze, die, wo das Risiko von Jagd minimiert ist, werden die Hunde abgeleint und da können die ganz kurz rennen oder irgendwie spielen. Dann werden die wieder angeleint. Also kurz meine ich, bei eineinhalb Stunden Spaziergang werden die ungefähr dreimal
für circa 5 bis 10 Minuten abgeleint. Mehr nicht. Nachmittag fahren wir immer zum Rhein. Das ist unser offizielles Freilaufgebiet in Düsseldorf. Und da lassen wir Hunde rennen. Je nachdem, wie viel Zeit wir zur Verfügung haben und wie die Wetterlage ist, dauert es zwischen 30 Minuten und einer Stunde. Im Durchschnitt 45 Minuten. Da lassen wir unsere Hunde sich richtig ausbauen und da können sie tatsächlich rennen. Wir machen das mit Bälle. Unsere Hunde spielen sehr gerne Ball und irgendwann stelle ich auch das als Video hier in meinem Kanal. Das ist so, wir werfen einem Hund Ball nach einer Richtung, dem anderen Hund in Gegenrichtung. Die rennen, holen sich die Bälle und dann tun die sich zusammen und rennen noch ein paar Runden hin und her mit Bälle im Mund. Das ist wirklich sehr witzig, weil das hat sich so ergeben, dass also es ist allgemein bekannt, zum Beispiel beim Rennbahn zeigen die Whippets sehr hohe Konkurrenzverhalten und die tragen aus diesem Grund sehr oft Maulkorb. Wenn unsere Hunde Bälle im Mund haben, brauchen die keinen Maulkorb. Obwohl man schon merkt, wenn die so Schulter an Schulter rennen, das Konkurrenzgefühl ist auf jeden Fall da. Aber auch ein Teamgefühl. Denn die sind ja auch ein Team und eine Familie. Die gehören zusammen. So, zu diesem Thema wird noch ein extra Vortrag von mir geben, versprochen. Und jetzt wie viel Bewegung braucht ein Hund? Wir haben auch eine Züchterin angerufen und sie auch gefragt, ob unsere Hunde genug Bewegung bekommen in dem Rhythmus, wie ich es gerade beschrieben habe. Und die hat gesagt, das ist auf jeden Fall super, perfekt. Unsere Osteopathin meint, dass diese 1 bis 1,5 Stunden Waldspaziergang können wir uns sparen. Aber ich denke einfach, die Whippets sind ja auch Hunde und die brauchen auch einfach mal, nicht unbedingt zu rennen, aber einfach mal durch den Wald zu streifen und das stärkt auch unser Gemeinschaftsgefühl. Diese Leinenspaziergänge sind dafür wirklich Gold wert und die schnuffeln dann sehr viele. Da leben ja auch Wildtiere und manchmal sehen die auch welche. Das ist dann sehr spannend. Auf jeden Fall ist es auch viel Kopfarbeit und das ist für einen Hund genauso wichtig wie auch sein Freilauf, ich meine das Rennen. Also im Großen und Ganzen, es kommt sehr oft vor, wenn ich irgendwelche Menschen auf der Straße treffe, fragen die mich, die brauchen aber sehr viel Bewegung, ne? Weil das schreckt auch sehr viele Leute ab, die sehen, oh, so eine süße Rasse, aber wenn ein Hund sehr viel Bewegung braucht, es bedeutet einen sehr großen Zeitaufwand und ebenso sehr viel Bewegung für seinen Besitzer, was nicht unbedingt jedermanns Sache ist. Und das schreckt sehr viele Menschen ab, sich so einen Hund zu holen. Aber nein, so ist das bei Whippets nicht. Es gibt auch andere Windhunderassen, die sind eher Langläufer. Die brauchen tatsächlich diese langen Spaziergänge, aber Whippets brauchen das nicht. Das muss kurz und knackig sein. Die brauchen am liebsten täglich einen Freilauf, wo die tatsächlich in großer Geschwindigkeit bei Whippets bis zu 60 km/h rennen dürfen. Und davon brauchen die auch nicht viel, weil wir zum Beispiel merken, mit Ballspielen beim ersten Ballwurf oder Bälle rennen die, ist ihr Rand tatsächlich lang. Das bedeutet, das sind so, die machen 3 Runden ungefähr, hin und zurück oder im Kreis. Beim zweiten Werfen ist das nur ein, rennen die, holen die Bälle und kommen die zurück bis 2-mal. Und beim dritten Wurf merkt man, die holen die Bälle und kommen langsam zurück. Und das ist auch schon ein Zeichen, die zeigen es deutlich, dass die jetzt genug haben. Dann soll man auch darauf hören,
und seine Hunde nicht überfordern. Nochmal, Whippets sind Sprinter und keine Langläufer. Wenn ich mal so im Facebook-Gruppe häufig lese, dass manche Menschen gehen mit ihrer Whippets 3 bis 4 Stunden am Tag, also insgesamt auf 2-3 Mal verteilt, manche sogar noch länger und gehen mit denen 12 Kilometer. Ich sage mal so, wie man seinen Whippet dran gewohnt, so viele Bewegungen wird er auch demnächst brauchen. Wenn man dann rapide reduziert, dann wird man das an Verhalten vom Hund zu Hause merken. Aber brauchen tun die das nicht. Und im Gegenteil, man muss tatsächlich bei Whippets, wie es unsere Osteopathin auch behauptet, gerade aufpassen aufgrund ihrer speziellen Körperbau, dass man die nicht überfordert. Die rät uns nicht zu oft Ball werfen, nicht mehr pro einen Spaziergang, nicht mehr als 3-4 Mal oder auf keinen Fall Frisbee spielen. Sie weiß genau aus Erfahrung und Arbeit mit Windhunden, dass es eher für ihre Knochen und Gelenke schädlich ist, auf Dauer. Es passiert sicher nicht, wenn man das mal macht, aber auf Dauer, wenn man das ständig macht, ist es schädlich. Oder zum Beispiel, die sollen auch nicht so viel springen. Es ist auch nicht so toll. Und also man muss eher wirklich mit seinem Whippet schonend umgehen. Ja, er braucht seine Bewegung und er braucht schnelle Sprints, aber nicht übertreiben. So viele zu dem Thema. Und an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden und bis demnächst.